Ich fände es dann jetzt schöner, wenn wir einfach Tennis spielen würden oder so. Du darfst Jill nicht abschießen. Nicht? Sie kann nämlich sterben. Muss ich ihn abschießen? Und wenn sie stirbt, schreit Chris Jill und dann ist vorbei. Nein. Doch. Was ist denn der für eine Memme? Tja, deine Lieblingskollegin gewesen von früher. Ja, na und? Meine Güte. Tja, Männer haben halt ein sensibles Herz zum Fahrbild. Ich lock da mal Wodka auf. Oh Gott, da steht schon. Hi, Männer sind sensibel, ich weiß. Ich lock mal Wodka auf mich, du läufst du da hinterher, okay? Ist verschlossen. Irgendjemand schießt hier auf mich. Jill? Sie hat zwei Maschinengewehre. Mit meiner Brust, danke schön. Die Tür bin ich drauf. Komm hier rein, bitte. Wo bist du denn? Da hinten bist du. Noch kurz nachladen, ganz schnell nachladen. Liebe. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Da wo Wesker ist, da bin ich. Mach die Karte an, R2. Ja, habe ich schon, aber ich bin nicht gut im Kartenlesen. Eine digitale Karte wird ja auch nicht so schwer zu lesen. Bist du jetzt oben? Ich sehe dich nicht. Warte mal, du wirst gleich sehen, wo ich bin. In 3, 2 und 1. Jetzt siehst du, wo ich bin. Jetzt kommt auch hoch, bitte. Du bist oben. Sag doch einfach, ich bin oben. Ja, aber da die zwei Treppen, die da sind, wenn du da hochgehst, bringt dir das nichts. Nicht? Nein, deswegen ja. Diese blaue Tür, die da aufgetreten wurde, da musst du hin. Wo ist denn da eine blaue Tür? Rechts runter die Treppen. Jetzt gehst du da irgendwo, da muss irgendwo so eine Loch jetzt in der Wand sein. So Türgröße, andere Seite. Andere Seite? So eine Türgröße. Loch in der Wand mit der Türgröße. Ah, warte. Was? Ach. Oh verdammt, Wesker ist bei mir welche. Gott. Hier. Sieht das gut aus? Sieht das gut da aus? Und, da, wo ich jetzt hinziehe, da. Wo bist du denn? Ja, du bist richtig. Warte mal. Oh Gott, Jill. Nein, ich abschieße. Wesker, oh mein Gott. Ich bin so gut wie tot. Wo bist du? Ja, komm da rein, komm. Nein, nicht da lang. Hier, rein. Du bist nicht so gut wie tot. Hier. Du hast doch noch deutlich mehr Energie als ich. Mit deinem blöden Matrix-Mund hier. Das ist voll nicht beeindruckend. Auf der Zarte voll in die Fresse. Ja, jetzt ist überhaupt nicht mehr gar nicht beeindruckend, ist auch übertrieben, aber er ist jetzt nicht ganz so geil, wie er sich fühlt. Wenn jetzt Chill auch noch reinkommt, dann sind wir so gut wie am Hintern. Sind wir. Wenn Chill auch noch mit reinkommt, ja. Weil sie schießt dann auf uns, während er uns verprügelt. Ich kann mich nicht schon mit, verdammt. Nicht mal meine volle Ladung. Ich muss noch mehr abhören. Ja. Aber er ist echt schnell. Oh Gott. Ich wollte eigentlich erstmal die Waffe holen. Komm mal mit hier. Folgt mir einfach mal. Habe ich Platz für die Waffe? Sehe ja nicht. Ah, da bist du. Wo bist du? Hinter dir. Nein. Na. Man kann so einen Arsch in Ruhe lassen. Als hätte ich ihn schlagen können. Oder ich hätte Konterangriff machen können, da hätten wir auch so ein Gefecht drin. Uns mal heilen oder so? Und das kannst du, weil du hast zwei Kräuter, drei Kräuter. Noch ein Schlag, ich bin tot. Oh, danke schön. Reicht für mich nur die volle Ladung. Aber, oh. Aber es ist besser wie nichts. Ja, nein. Oh. Versuche mal öfters einen Gesicht zu schlagen mit deinem Viereck-Move oder oh ja. Wenn ich denn da mal hinkomme, dass ich diese Möglichkeit. Wenn du ihn getroffen hast und du siehst, dass so Blut von ihm weggeht, dann kannst du zu ihm hinrennen und ihn eine feuern. Ich wundere mich gerade, warum ich nicht schießen kann. Na sicher, ich habe keine Muni mehr. Null. Ach, ich habe gleich keine Maschinengewehr, ne? So, noch ein Schuss kommen. Jetzt geh wieder klar auf den los. Dann. Komm, jetzt mach erstmal auf hier, komm. Wo bist du? Chris brüllt die ganze Zeit Hurry. Ich kann doch nicht hören. Da liegt der Magnum. Die will ich jetzt haben, weißt du? Was hast du die genommen? Entschuldigung. Du hast keine Ammo dafür. Ich wollte die doch gar nicht nehmen, sondern den Smaragd. Und du bist auch gleich wieder tot. Ja. Oh Gott. Wo bist du? Komm hierher, ich will dich heilen. Jetzt mal.
Es gibt mir noch die Knarre dazu und dann gehe ich mit der Magnum auf den Boden. Zieh die eindeutig mehr. Kann sie dir nicht geben. Verdammt. Weil du die Waffe aufgesammelt hast, kannst du mir, glaube ich, im Spiel gar nicht geben. Toll, du hast keine Ahnung dafür, aber ich... Ich wollte sie dir echt nicht wegnehmen. Hier, nimm du mal die Ammo dafür. Voll ins Gesicht, das war cool. Dankeschön. Ja, jetzt habe ich noch die Pistole, das ist ja gut. Wir sind dumm. Warum? Wieso schießen wir auf den? Wir können auch vor dem weglaufen und nach echten 7 Minuten haut er nämlich ab. Tschüss, ich bin aber weg. Das fällt mir jetzt ein. 10-mal durchgespielt, aber das fällt mir jetzt ein. Das war sehr Silent Hill-like, aber ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ich bin, glaube ich, in die andere Richtung gelaufen. Ist egal, Hauptsache du haust ab von ihm. Und von Jill natürlich auch. Uah, die ist gerade an mir vorbeigeflitzt. Ich laufe jetzt einfach weiter. Ja, ich hol dich mal ab. Hallo. Hallo. Tschüss. Haben wir gleich noch die Möglichkeit, die Vasen kaputt zu machen? Ja, wenn wir dann gegen Jill alleine kämpfen müssen. Ach so, und ich habe nur noch Pistolenmunition. Ja, ich auch. Ich habe zwar nur noch 8 Schuss frei, aber... Cool. Oh Gott, weiß Gott. Uah. Ich geh wieder hoch. Nee, ich lauf hier einfach mal ganz doof hinterher. Das ist hier der Leithammer. So, Lidu. Wenn Jill an mir vorbeiläuft, warne ich dich, weil ich bin ja weit vorne auf dich. Keine Sorge, ich schieß nicht auf dich. Nur ich finde sie auch gerade nicht, also von daher auf die Tür. Wo steht sie denn? Steht die da drüben? Nein, steht sie nicht. Wir haben jetzt unsere ganze Munition verballert, weil du die 7-Minuten-Regel vergessen hast. Ups. Warte mal, das war schon. Gehen wir wieder zurück. Und wer... Ah, jetzt haut er ab, genau. Das heißt, wir konnten den gar nicht besiegen? Das kannst du nie. Lass mich raten, du klapperst Chips. Nein, Kohlrabi. Oh mein Gott. Das klang gerade nämlich so gut. Chips sind ungesund und machen dick. Fanservice. Und jetzt kann ich andauernd zu Jill sagen, wenn wir diese kämpfen müssen, komm zu dir, lass es. Und lass mich raten, ja. Es bringt sowieso nichts. Nein. Boah, immer diese. Aber du wirst gleich sehen, was wir machen müssen, damit wir sie besiegen können. Das wirst du gleich sehen. Jetzt siehst du es gleich. Still resisting at such an advanced stage. Commendable, yet futile. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. This is all right. You have to do it. Auch mitten in so einem antiken Steingebilde gibt es ein Fahrstuhl, ist klar. So, es ist klar, was wir machen müssen. Wir müssen auf ihre Brust schießen. Nein, es abreißen. Und das könnte einige Minuten, Stunden, Sekunden dauern. Okay. Nur Sekunden dauern. Okay. Weil ich habe einen Trick, wenn du sie festhältst, schieße ich auf das Ding. Weil schießen ist schwer. Einmal daneben schießen ist tot. Oh. Und vor allem jetzt schießt sie mit beiden Maschinengewehren. Wie soll ich sie festhalten? Sie kommt hoch. Hinter sie stellen. Und dann? Jetzt schieß drauf oder Nee, du, das mach ich nicht. Jetzt musst du X drücken, irgendwas. Krampf im Finger. Zu hier. Langsam. Das habe ich auch immer. Krampf im Finger. Halt du sie mal fest, dann schieße ich nämlich drauf. Ich muss erstmal gucken, dass ich hier irgendwie die Möglichkeit habe, sie festzuhalten. Jetzt auf mein Gesicht. Auf Hardcore. Kannst du dir vorstellen, wie lange dieser Hardcore gedauert hat? Weil immer wenn ich diesen Knopf sehe. Kann ich hingehen und sie darf und ab einer bestimmten Zeit kannst du dann so auf sie drauf und dann so reißen, wenn sie so auf dem Boden liegt.
Wo ist er denn? Und nochmal da. Bam. Immer wenn ich, wenn hier dieser Knopf aufdrückt, aufleuchtet im Sinne von festhalten, dann hat die sich auch schon irgendwie wieder bewegt und dann ist schon wieder irgendwie vorbei. Was denn noch? Mein Finger kriegt Kampf. Ach, ausrüsten. Hallo? Nein! Das wollte ich nicht, ich muss uns trotzdem erstmal heilen. Das hast du so leicht, so erstmal heilen, das ist gut. Lass ihn doch festhalten, den alten Sack. Ja, das macht er gut. Boah. Nee, das war jetzt wichtig. So, los. Mein Finger, dankeschön. Ich werde auch langsam top auf dem einen Ohr. Man hätte das nicht das Beste. Die hat mir gerade einen Tritt in die Eier verpasst. Was soll denn das? Das heißt, sie möchte nicht, dass du Kinder kriegst. Ja, das merke ich. Ist doch irgendwie besser, wenn du festhältst und ich reiße, weil das ist irgendwie, naja, nicht ganz so. Aber schießen geht schneller, da kriegt das Ding schneller Damage, weißt? Ja, aber ich meine, das hat jetzt was von sexueller Belästigung zu tun, wenn du hier an die Möpse grapschst. Du meinst, es stört nicht, weil ich ein Mann bin und aua, sie eine Frau oder was? Ja. Also das würde mich etwas. Na und deine Schere halt. Halte ich sie trotzdem fest, los, mach. Kann ich auf sie drauf jetzt? Ja. Das ist auch ein bisschen. Wollte ich gerade sagen, also da nehme ich alles zurück. Das macht jetzt hier nicht so einen großen Unterschied. Nach dem, was du jetzt getan hast, kannst du ihr auch an die Möpse kopfen. Ach, das geht richtig in die Finger. Alter, Finger knacken. Auf uns ist gesund. So, wir machen jetzt mal eine Wette. Was glaubt ihr, wer reißt das Ding zuerst ab? Oder wer knallt es zuerst ab? Bam! Ich greife schon an die Möpse. Und komm schon, komm schon! Das tut weh. Das spricht ab. Ist das alles spaßig? Jill, was machst du denn da? Typisch Frau. Ich weiß aber nicht, wer von uns beiden das gesagt hat. Im Gegensatz zu dir kann... Hallo? Wieso kann ich nicht greifen? Weil hallo. Sie auf der Treppe liegt. Die liegt so blöd auf der Treppe, jetzt kann Chris nicht greifen. Ich bin nicht da, oder? Das Greifen, wenn sie liegt, kann auch schwerer machen. Also so nebenbei. Kopflos. Jetzt ist sie für den Rest ihres Lebens dumm. Und geht jetzt ab, oder nicht? Sie ist eine Blondine, sie ist sowieso für den Rest ihres Lebens dumm. Das sagt eine, die selber blond ist, ne? Ich muss das wissen. Oh Gott, ich wollte gerade auf sie schießen, Mann, bin ich blöd. Ich kann sagen, was tust du da? Lass den Quatsch, genau. Ach ja. Du kannst ja den Untertitel mitlesen, was ich genau zu ihr sage. Bloß, weil du so... Weißt du, wenn du nicht so ein sentimentaler Fuzzi wärst, ja? Dann könnten wir ihr jetzt einfach einen in die Rübe schießen. Aber nein. Meine Freundin. Jetzt ist es ab. Maschinengewehr an den Beinen, zwei Stück hält. Das ist überhaupt keine richtige Wunde. Na doch, sie hat schon Löcher in der Brust. Also. Ja, aber nur so ein bisschen. Ich dachte jetzt hier so Fleisch und Rippen und so. Übertreib's nicht, jetzt nicht in Silent Hill, wo die Gegner keine aussehen wie Missgeburten. So viel schöner sieht sie jetzt auch nicht aus. Noch was trinken. Verzeiht mir, oh, das wird schwer. Du hast mir meinen Tritt in die Eier verpasst. Ich kenne die noch nicht mal mehr. Also, Sheva kennt sie nicht. Lass mal kurz aufstehen. Guck die nicht so liebevoll an, das hat die Olle gar nicht verdient. Wenn du bedenkst, die wirst du noch spielen. Du. Ich muss auch Ashley spielen irgendwann. Denk dran. Achso, ja. Oh Gott. Das wird ja noch heiter. Wobei ich ja sagen muss, bei Resident Evil 4 war das Kapitel mit Ashley am spaßigsten. Warum? Weil du die brennenden Lampen auf die Zombies werfen durftest, oder? Es gab Rätsel und... Das Rätsel war einfach. Ja. Da kenne ich einen ganz einfachen Trick. Ich mag solche Rätsel. So, jetzt labern wir hier die ganze Zeit bei dieser sentimentalen Kacke dazwischen. Das ist egal.
würde. Werde ich tun. Hahaha, ausgerechnet ich. Ausgerechnet du, genau. Ja, das wäre so, als würdest du dem Schaf sagen, pass auf den Wolf auf. So, jetzt müsste gleich Kapitelende kommen. Ja, wir haben nämlich auch schon wieder eine halbe Stunde rum gleich. Schon wieder zwei Parts? Ja. Oh, ihr, die werden sich freuen, ihr werdet euch freuen. Bist du okay oder möchtest du jetzt 5 Minuten allein sein und weinen? Jetzt geht's erst los. Das ist jetzt sozusagen wie die Insel bei Resident Evil 4. Nur diesmal ist es ein Schiff. Ein Containerschiff. Oder so. Wie man kennt. Mit Clowns. Die sehen aber eh alle wie Clowns aus, egal wie sich die Lippen schminken. Soll wahrscheinlich Blut sein. So, und jetzt kann ich dir ganz herzlich sagen, wir sind fast fertig. Jetzt will nur noch 3 Kapitel. Wow, was meinst du, wie viele Parts braucht man noch? 6. Oder so ähnlich, keine Ahnung. So um die 6 Parts noch. Meine Präzision ist gar nicht mal so schlecht. Wenn ich über 50% bin, freue ich mich immer schon. Na, guck mal meine an. Ja, dafür hast du aber auch viel mehr Gegner besiegt als ich. Dafür bin ich aber auch 4-mal gestorben. Ich auch. Ach stimmt, du bist auch einmal. Also bin ich 3-mal und du 1-mal, so. Ja. Ja, gut. Wir machen dir jetzt auf jeden Fall einen Cut und dann geht's demnächst weiter mit Kapitel 5. Nein, gar nicht wahr. 6.1, oder? Ja, 6.1, genau. Hurra!